Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder für die Internetseite PlayStation Experience. Ihr wisst Bescheid, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zur Facebook-Seite. Lasst uns ein Like da und bleibt immer auf dem aktuellen Stand rund um die PlayStation. Ja, und uns erreichen viele Fragen, unter anderem rund um Landwirtschaftssimulator. Ein Spiel, das man liebt oder hasst, wie schon erwähnt. Dazwischen gibt es einfach nichts. Und da ich ein Logitech G29 Lenkrad habe, fragen mich viele: Yogi, funktioniert eigentlich das Logitech auch beim Landwirtschaftssimulator? Und ich habe das ja schon in den vergangenen Landwirtschaftssimulatoren getestet und genau dasselbe machen wir heute. Deswegen bleibt dran und schaut zu, ob es funktioniert oder nicht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal kurz rein ins Spiel. So, das Erste, was ich euch schon mal sagen kann, was ein bisschen kniffelig ist, wo aber jeder selber entscheiden muss, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Wenn wir jetzt das Lenkrad bewegen, seht ihr, ich kann mich nach links und nach rechts bewegen. Es funktioniert also schon mal. Das Einzige, was mich stört, und das ein Knackpunkt, ich kann mich nicht nach vorne oder nach hinten bewegen, was man aber rein theoretisch nicht braucht. Wenn doch, dürft ihr mir gerne das mal erläutern in den Kommentaren. Das heißt also, wir müssen von unseren Geräten mit dem Steuerkreuz durchschalten. Somit kommen wir auch in die verschiedenen Fahrzeuge. Dazu halt die Frage, benötigt man das außerhalb vom Fahrzeug sich zu bewegen? Meiner Meinung nach nicht. Das Einzigste, wo, ja, eins fällt mir jetzt ein, wenn ihr die Eier einsammeln wollt im Käfig, wird es ein bisschen schwierig. Dazu könnt ihr aber dann den Controller dazu schalten und euch mit dem Controller dann bewegen. Soweit funktioniert es. Also wie gesagt, es fokussiert sich nicht komplett auf das Lenkrad. Ansonsten habt ihr eigentlich alles, was ihr benötigt, hier im Lenkrad. Das heißt, wir können mal das Menü aufrufen mit links 1. Habt ihr alles drin, rechts 2. Wir können den Motor mal starten. Mit dem R1 und Viereck funktioniert. Und wir können auch Gas geben und lenken. Es funktioniert also astrein ohne Probleme. Was mir ganz gut gefällt, ihr könnt halt nochmal so einen Hauch Realismus in diesen Simulator bringen. Durch das, dass ihr eigentlich gar nicht mehr den Autopiloten, nenne ich es jetzt mal, die Geschwindigkeit hält, müsst ihr nicht mehr einschalten, sondern das könnt ihr alles selber durch das Gaspedal dosieren und so euch über die Map bewegen. Gefällt mir also richtig, richtig gut. Das Einzigste, wie schon erwähnt, ist halt der Nachteil, dass ihr dann hin und her schalten müsst, wenn ihr euch frei bewegen wollt zwischen dem Lenkrad und dem Controller. Es funktioniert, somit können wir da einen Haken hinmachen. Wir sind wieder auf eine Frage von euch eingegangen und ich hoffe, ich konnte alles beantworten, weil was wollt ihr mehr? Es funktioniert, abgehakt. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.